Es ist Donnerstag, der 67. Oktober 2012. Hier ist attraktiv das Daumagazin. Ich bin Jurassica Parker und meine Praktikantin Frau Ludwig und ich sagen Hallo. Ich hätte ja auch was dazu zu sagen. Nein. Hallo. Komm bitte rein. Schön, dich zu sehen. Wie heißt du denn? Ich bin Shishi. Na Mensch, dann auf Wiedersehen. Schönen Tag. Ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Nein. Los, sag schon. Also ich sag's dir, pass auf. Wenn ich mit meinem Freund so richtig intim werden will, dann mache ich immer You Drive Me Crazy an. Ekelhaft. Total. Ich würde lieber auf der Beerdigung meiner Oma vögeln als zu deiner Musik. Und deshalb habe ich mich entschlossen, heute hier und jetzt mit meinem Freund Schluss zu machen, weil ich ihn so verachte. Du kannst mich am Pöter lecken. Du mich auch. Ich sag dir was. Ich hab diese Schlampe richtig fertig gemacht. So, jetzt ist ja Adventszeit, ja? Und da ich die Frau Reinhardt jetzt schon mal bei mir in der Bude hab, ja? Schnatter ich die einfach ein bisschen zu. Jetzt vielleicht... Nein. Ach nö, wer ist denn das jetzt? Köstlich lecker. Ich heb mir noch was auf für später. Sie sind ja auch eine kleine Genießerin, Frau Reinhardt. Sehr. Ich habe Kuchen gebacken, Frau Reinhardt. Und das ist ganz schmöchtig, ein Stück. Nein. Ja. Möchten Sie vielleicht ein Stück Kuchen haben? Nein, nein, doch, lecker, ja. An Ihnen ist ja nichts dran, ne? Sie müssen mal zum Klopse essen kommen. Nein. Ach komm, einer geht doch. Das krault sich doch sonst. Köstlich. Ach so. Ach, so ein bisschen... Beschwipst bin ich gerade von ihrem wunderschönen Duft, den sie... Sehr gern. Ja. Ein sehr altes Familienparfum. Wie finden Sie eigentlich meine neue Kette? Die ist wunderschön. Ne? Die hat mir mein Kevin Adriano nämlich neulich gemacht. Sagen Sie mal, was machen Sie denn da? Ich glaube, ich bin lesbisch, Frau Reinhardt. In der Schwangerschaft, da ist ja alles entspannt, ja? Ja. Und das geht oben rein, unten wieder raus. Ich sag Ihnen, manchmal komme ich vom Klo gar nicht mehr runter. Und der Kevin Adriano, Kevin, ja? Köstlich. Ja, ach, gucken Sie sich das an, Frau Reinhardt. Das ist so ein schöner Sonnenaufgang. Das ist so zauberhaft. Frau Reinhardt? Frau Reinhardt? Na, sag mal. Frau Reinhardt, wo sind Sie denn auf einmal hin? Nach einer kurzen Werbepause bin ich gleich wieder für euch da.
So stand's aber nicht im Vertrag, meine Liebe. Da haben wir noch... Ich bin Jurassica Parker, Stilikone und allerschönste Frau der Welt. Deshalb war es nur eine Frage der Zeit, bis auch ich mein allererstes Parfüm auf den Markt bringe. Und zwar weltweit erhältlich. Und deshalb ist dieser Spot auch so schlecht synchronisiert. Seien Sie ich, machen Sie mich reich. Deep Throat, the world's ever first fragrance. Meine Tante Tiffy ist ja mittlerweile entleert und hat ihr Nickerchen auf dem Bahnhof Zoo hinter sich gebracht. Dann können wir jetzt ja mal ein bisschen weiter über den Kudamm gurken. Wie ihr bereits sehen könnt, wird die Architektur jetzt langsam so ein bisschen abgeschrabbelter. Denn jetzt, Tante Tiffy, kommen wir nämlich in die Strichersektion vom Kudamm. Strichersektion. Ja, das ist ja ganz schön hier, ne? Das sieht ein bisschen aus wie in Köln, ne? Das ist jetzt richtig Köln. Ja, ja. Das kenne ich von Köln, ja. Super. Hier schöne Taschen, können wir mal gucken, ne? Oder Mützen, oder was ist das? Mit mir? Nee, mit mir bummst du die bestimmt nicht. Das stimmt, aber wir gehen jetzt mal gucken. Ist das doch. Hier kannst du essen, hier, Dunkin. Ja. Bei Dunkin. Wo sind denn jetzt hier die Stricher? Ich wusste ja nicht, dass das hier ist, in Berlin und alles, ne? Also brauchen wir ja auch Zeit, da muss man ja mal langsam gucken. Achso. Ach guck mal, hier ist die Beate Use. Wer ist das denn? Guck mal, da ist die Beate Use. Wer ist das denn? Beate Use. Kenn ich nicht. Hat die was gemacht? Die ist, also ist super. Die macht ihr Ding. Das finde ich super. Das gefällt mir gut. Ne? Die hat sich hier in Berlin hat, die sich richtig ist sie, ne? Ach, scheiße, hör doch auf. Das ist genau so eine Sache, hier vom Berghain, ne? Ja. Ich finde das furchtbar. Da geht man hin, um Drogen zu nehmen und um Alkohol zu trinken und alles und so. Ja. Nein, nicht, Entschuldigung, das geht ja, gar nicht. Was ist das denn hier? Was wollen die denn? Da holt man Butterbarat raus. Die ist viel zu berühmt, das können wir nicht auf dem Handy machen, das geht nicht. Ach, ich hab doch keine Ahnung, habt ihr doch nicht. Ich muss mich hinsetzen, das ist ja furchtbar. So, und das war's jetzt auch schon wieder von mir. Wir sehen uns nächsten Donnerstag. Ja. Und jetzt muss ich schnell nach Hause. Mein kleiner Kevin Adriano macht mir von Donnerstag zu Donnerstag mehr Probleme. Frau gesagt, tschüss jetzt. Tschüss. Kann ich nicht nächste Woche vielleicht? Nein. Sag mal, Kevin Adriano, was bist du denn so aufgekratzt heute? Wir wollen schlafen gehen jetzt. Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Wir wollen ins Bett gehen jetzt. Mein liebes Kind, es reicht mir langsam. Es reicht mir jetzt. Ich habe heute noch so viel zu tun, ich kann nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Mein Herz, das ist unser Lüge. Es wird jetzt geschlafen. Mein liebes Kind, deck dich zu.